Diese Geschichte steht in Al-Bukhari. Steht in Al-Bukhari. Hier muss man eine Sache verstehen. Al-Bukhari, ja, schreibt am Anfang Al-Musnad. Das bedeutet, wo es ein Sanad zum Propheten a.s. gibt. Das heißt, nicht alles, was im Bukhari steht, hat Bukhari als authentisch gekennzeichnet. Zum Beispiel hat er Muallakat aufgeschrieben. Muallakat heißt, er lässt die Überlieferung aus. Von seiner Seite. Er sagt zum Beispiel, es wird überliefert über den Propheten. Diese Sachen sind nicht unbedingt authentisch. Bukhari hat sein Buch für Gelehrte geschrieben, nicht für Hinz und Kunz, der in die Bücherei geht. Bei dieser Überlieferung, die steht ganz am Anfang bei dem Buch vom Wahi, wo die Offenbarung begonnen hat, erwähnt, er wird von Aisha überliefert und nachdem er fertig ist, sagt er, ohne Isnad, also am Anfang überliefert er einen Isnad, dann kommt er zu Schluss und dann sagt er, Wafima und von dem, was zu uns gekommen ist, ohne Überlieferungskette. Das heißt, das gehört nicht zu der Überlieferungskette von Aisha. Was zu uns gekommen ist, das ohne Isnad. Das heißt, Bukhari kennzeichnet hier, dass dies nicht nach den Bedingungen ist, nachdem er ein Hadith Sahih aufschreibt. Und diese Überlieferung ist deswegen unauthentisch. Unauthentisch und Bukhari kennzeichnet, dass die unauthentisch ist. Das Problem ist, dass Leute, die sich mit der Hadith-Wissenschaft nicht auskennen, das nicht sehen. Warum? Weil das Buch von Bukhari ist nicht geschrieben worden von Bukhari für Müller, Meyer, Schmitz, der gestern mit dem Islam angefangen hat, sondern für Gelehrte.